Ja, muss mal gucken, muss mal gucken, muss mal gucken. Mit den Büchern? Gedruckte Bücher? Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch in. Lewis und Clark, ist das ein Superman? Löhle. So, warte mal, da war die Norma, die einkassiert. Na, das haben wir schon. Da gibt es ja doch einiges, das habe ich glaube ich auch schon. Ah, das haben wir sicher noch nicht. Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin, dass es keine beobachtbare Population gibt. Daraus ergibt sich die Frage, wann eine Spezies wirklich ausgestorben ist. Die Proteaner waren in der ganzen Galaxie zu Hause. Es dauerte Jahrhunderte zu bestätigen, dass sämtliche Vertreter der Spezies ausgestorben waren. Es ist zwar möglich, dass eines Tages in irgendeiner versteckten Ecke der Galaxie noch lebende Proteaner gefunden werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist statistisch betrachtet nicht relevant. Okay, also so wie ich das sehe, hätten wir eh schon einen Haufen übersehen fast. Fällt die Erforschung nicht länger ins Fachgebiet der Soziologie, sondern der Exoarchäologie. Wenn ich hier noch was vergesse. Oh, es sieht sauber aus. Ich glaube, wir haben alles. So, jetzt verhauen wir sie. Ab zu Sam. Den alten Sack. Der alten Säckin. Ryder, die Blockierungen, die Ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Alec wollte, dass Sie sie sehen. Moment. Ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja, Sie erleben sie über Ihr Implantat. Okay. Jeder Tag bringt was Neues. Spiel es ab. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, als Ihr Vater auf der Citadel stationiert war. Alec, Ihre Empfehlung wird abgelehnt werden. Künstliche Intelligenz? Unsere beste Option. Wenn der Rat davon erfährt, wird das Ansehen der Menschheit nachhaltig geschädigt. Sie wollen zu viel. Botschafterin Goyle, ich bin der Militärattaché auf der Citadel. Ich muss der Erde einen Vorteil verschaffen. Und KI ist Ihre Antwort? Wir müssen aufholen. Die Asari, die Salarianer, sie sind uns Jahrhunderte voraus. Aber das ist illegal. Nach deren Regeln. Weshalb der Erde einen Vorteil verweigern? Wie sieht dieser Vorteil aus? Freiheit. Wir sind Gefangene unserer fünf Sinne. Es gibt eine Realität, die wir nicht wahrnehmen können. Aber KI schon. Wie? Indem wir unsere Fähigkeiten verbessern und neue hinzufügen. Aber trotz all dem haben die Geth revoltiert. Weil sie von ihren Schöpfern getrennt waren. Wir würden KI und Menschen direkt verbinden, damit sie die Welt gemeinsam erleben. Kein Schöpfer, also auch keine Revolte. Tut mir leid, Alec. Das ist zu riskant. Ich schätze Sie, aber Ihre Anfrage ist abgelehnt. Tja, Arschkarte für den Daddy gewesen. Alec? Was hat der Arzt gesagt? Dass ich die Zeit genießen soll, die mir noch bleibt. Es gibt keine Heilung, Alec. Ich sterbe. Nicht solange ich lebe. Wow. Mom wieder zu hören. Ich wusste nicht, dass Dad es so herausgefunden hat. Alec war ein sturer Mann. Zum Glück. Moms Leben war es wert, dafür zu kämpfen. Anscheinend ist dieser Eigensinn auch auf mich übergegangen. Niemand wollte zuhören. Die Vorstellung von dir hat den Leuten zu viel Angst gemacht. Danach hat Dad uns zur Erde zurückgebracht, um sich um Mom zu kümmern. Warum wollte er wohl, dass ich das sehe? Vielleicht war das der Anfang. Wovon? Unbekannt. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay,
Ich arbeite weiter daran. Ich nehme an, deine Basis ist hier im SAM-Kern. Korrekt. Hier ist meine zentrale Prozessoreinheit untergebracht. Ich kann aber mittels Quantenverknüpfungskommunikation mit Ihnen und dem Pathfinder-Missionsteam in ständigem Kontakt bleiben, auch über große Entfernungen. Sehr nützlich, sehr nützlich. Was kannst du mir sonst noch über mein Implantat erzählen? Das Implantat gewährt mir direkten Zugriff auf Ihre Sinnesorgane. Ich sehe, höre und erlebe dieselben Stimuli wie Sie im Feld. Diese Rohdaten ermöglichen mir ein Feedback und eine Analyse der Lage in Echtzeit. Und dann hat Dad die Geheimzutat hinzugefügt. Er hat meine Zugriffsbeschränkungen auf die Pathfinder-Physiologie entfernt. Genau, vorsichtig sein. Mhm. Versprich mir einfach, dass du nicht mein Gehirn röstest oder sowas. Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung. Alec hat mir das beigebracht. Ich werde ihr Gehirn nicht rösten. Das wäre für uns beide ein unschönes Ende. Für mich mehr als für dich. So, wie geht's ihm, Bro? Weißt du Näheres über Scotts Zustand? Ich überwache Dr. Carlyles Berichte. Er versorgt Scott so gut wie möglich. Mehr lässt sich im Moment leider nicht unternehmen. So da, was sind deine Fähigkeiten, Sammy Boy? Über welche Fähigkeiten verfügst du? In jeder Arche gibt es eine SAM-KI, eine simulierte adaptive Matrix. Jede ist eine künstliche Intelligenz, die Alec Ryder zur Unterstützung der Pathfinder und ihrer Teams entwickelt hat. Aber KIs sind in der Milchstraße illegal. Wie hat mein Dad das umgangen? Es gab Ausnahmen. Für die Initiative war seine Forschung bei der Mission unverzichtbar. Wir wurden im Geheimen entwickelt. Lol, andere Sams oder was? Es gibt also noch andere Sams. Korrekt. Allerdings hat ihr Vater meine Routinen bis zur Abreise der Hyperion immer wieder modifiziert. Ich bin der höchstentwickelte Sam der Initiative. Hört sich an wie eine Anti-Air-Rakete irgendwie, Sam, aber okay. Symbiotische Beziehung. Was hast du mit symbiotische Beziehung gemeint? Eine Symbiose ist eine Verbindung zwischen zwei Lebensformen, die beiden Vorteile bringt. Eine Blume gibt einer Biene Nektar und erhält dafür Pollen. Die Biene wird satt, die Blume kann sich fortpflanzen. Bei mir ist das ähnlich. Meine eigene Evolution wurde durch die Erfahrungen ihres Vaters geformt und das wird sich jetzt mit ihnen fortsetzen. Zum Ausgleich erhalten sie von mir Fähigkeiten und Analysen, die das menschliche Potenzial übersteigen. Wir profitieren beide. Na schön, na schön, na schön. Das war vorerst alles. Natürlich. So, jetzt schauen wir uns diese anderen Loks da an. Da sind 10 Millionen Loks hier, aber läuft schon, läuft schon, läuft schon. Rein da. Persönlichen Loks ihres Vaters. So da, Ellens Krankheit. Erstaunlich, wie sich das Leben in einem einzigen Augenblick ändern kann. Plötzlich spielt meine Karriere keine Rolle mehr. Diese großartige Frau, mit der ich so viele Jahre verheiratet war. Ihr Ende naht. Ich denke immer nur an die Zeiten, als ich nicht für sie da war. Aber das wird sich ändern. Ich habe so das Gefühl, dass Sam mehr sein könnte, als ich mir je vorgestellt habe. So, was anderes haben wir eh nicht. Die muss ich erst wieder freischalten oder so irgendwie. Schauen wir mal. Na schön, also, was können wir denn jetzt machen? Irgendeinen Auftrag brauche ich ja. Ja, suchen, da kann ich aber ewig suchen. Das da, das ist auch eher irgendwo, ich weiß nicht, da muss ich wegfliegen oder so, habe ich so das Gefühl. Darum würde ich sagen, gehen wir mal zum Schiff. Ja, und danach werde ich wahrscheinlich mehr Aufgaben machen können, so irgendwie, ja, ich stelle mir zumindest vor. Mal schauen. Wir müssen darüber. Darüber.
So, der Andockbucht, haben wir sie da rein? Mal sehen, was uns Tan gegeben hat. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Oh ja, mit Style. Das ist die Tempest. Geiles Teilchen. Hört sich an wie ein Motorrad. Definitiv ein geiles Teilchen. Sehen wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Genau, gebt Gas. Sie sind also diejenige, die hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Was ist los? Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal. Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Ich glaube, die wollen sie reinschleichen. Ich weiß nicht, gab es ein Problem. Ich weiß nicht! Was auch immer passiert ist, ich war's nicht. Ehrlich. Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit ihrer Familie hier, oder? Und ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Tja, Addison ist eine dumme... Punkt, 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 also lassen wir das. So da, nicht übel. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Guter Problemlöser, die kommt mit. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Praktisch, die Tante. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Schön, dass es Ihnen so gut geht, Sarah. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder, natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Das wird ein Abenteuer. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind.
Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Tja. Kontaktoptionen verfügbar. Okay. Was muss man denn jetzt machen? Mal gucken. Auf die Brücke gehen, okay. Leuchtet ein. Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Pathfinder, sehen Sie sich mal dieses Spielzeug an. Pathfinder, ja, bin schon sehen da. Sie sich mal dieses Spielzeug an. Liam, was geht ab? Ständig in Eile zu sein. Aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Ist es das denn? Oh ja, das ist es. Vor allem, wenn Sie irgendwas von Habitat 7 mitgebracht haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Mehr Optionen sind hilfreich. Anpassen. Okay, sind hilfreich. Neue Möglichkeiten sind gut. Wir brauchen mehr davon. Für uns alle. Tja, dann können sich alle wirklich glücklich schätzen. Diese Tech ist der Hammer. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Hm. So, Forschung? Verbesserungen. Ah, das ist geil. Waffen. Ja, machen wir mal Verbesserungen. Wow. Ja, das ist cool. Milchstraße FD, hm. Achso, wir haben wahrscheinlich keine dabei, so Rodo-Zeug da. Aber das läuft. Das ist nice. Was kann man da noch machen? Lol, hier kann ich jeden Scheiß verbessern. Das ist ja cool. Allerdings habe ich sowieso keine Forschungspunkte, von daher Entwicklung. Was brauche ich da? Okay, da brauchen wir andere Ressourcen. Kann man da nicht machen? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.